Wir kommen heute gleich noch zu einem weiteren Clicker-Game, das auch bei Steam veröffentlicht wurde. Das ist schon am 27. Mai, also ist jetzt schon fast ein Monat auf Steam. Aber ich bin gestern erst drüber gestolpert und das Spiel heißt Idling to Rule the Gods. Und ja, also es verspricht irgendwie ein paar Minigames drin zu haben, viel Content, mal gucken, was das alles dann sein soll. Und im Moment muss ich sagen, also so die Vorschau bei Steam und auch das Video, das hat eher so den, ja, das ist ein Aussehen der Tabellenkalkulation, weil so viele Buttons und es sieht alles, also von den Screenshots sehr unübersichtlich aus. Aber schauen wir mal gemeinsam rein und was so in der ersten halben Stunde wieder im, ja, alles entdeckt werden kann, welche Spielmechaniken und Minigames dort tatsächlich möglich sind. Also auf ins Spiel. So, das ist jetzt erstmal der Anfang. Okay, Fullscreen lohnt sich an der Stelle noch nicht. Mal gucken. Also, das automatische Speicherung, bla 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 bla. Genau, am 27.05. ist es hier bei Steam veröffentlicht worden. Chat interessiert mich jetzt nicht so. Kalkulation. Added a 15-Day Version of the Daily Pack. Okay, mal gucken, was da drin zu stehen ist. Naja, ist immer die Frage, möchte ich lieber was Schönes angucken oder lieber mich damit identifizieren? Und ich nehme Female, weil mich einfach interessiert, wie die dargestellt werden und weil ich ja doch eher auf den Bildschirm schaue. So, jetzt habe ich es im Fullscreen, dadurch sind aber leider die Ecken dort, sind, dann lasse ich es lieber ein bisschen verzerrt, damit die Ecken auf der Seite dort nicht da sind. Und so, also Statistik. So, meine Gesundheit ist need when fighting gods, okay, da werde ich dann halt verletzt. Meine Attacke steigt auch. Physical mal 0,25, Creating 0,5 plus Battle mal 1,0. Okay, also wie gesagt, das, im Moment sieht es tatsächlich so aus, von wegen ein bisschen viel Excel-Charme dabei. Rebirth is safe when everything is green. Okay, also Physical Multi, all your physical power is multiplied by this now, your starting multiplier after rebirth. Okay, der Multiplier sollte bei 1 sein, Battle. Okay, das heißt wahrscheinlich, weil sich einfach nichts ändert, lohnt sich das aktuell halt entsprechend nicht. Info, Version, Connect, Load, okay, das interessiert weniger. Clones, Power Level. Use up the power you gain from gods for permanent bonuses. Okay, you will get one for each god you defeat for the first time and then each one from Itsnagi on. Also, ich habe aktuell 10 von diesen Power-Sachen und you can adjust unused god power for additional status multiplier. Und die kann ich aber auch wieder runtersetzen. Physical, Mystic, Battle und Creating. Creating. Higher Creating Power lets you create things faster. Okay, also ich muss anscheinend auch irgendetwas herstellen, wahrscheinlich Waffen oder irgendwas in der Richtung, vielleicht auch Equipment, mal gucken. So, Battle Power increase damage you do. Okay, klar, das ist dann Angriffskraft. Mystic Power reduce the damage you receive and increase the speed of your... Ah, okay, dann machen wir doch jetzt mal das hier ein bisschen höher. Zumindest vorübergehend, weil dann kann ich mich zumindest schneller regenerieren. Merkt man da irgendwas von? Okay, mal schauen. Idle all Shadow Clones. 1000 ist der Current Limit. Okay, aber dann habe ich 1000 Clones. Power Level lasse ich auch mal noch. Your Total Power Loop into Physic, Mystic, Battle and Creating. Indikator, how strong you are. Okay, das heißt, ich kann andere Gods. Das heißt, ist es ja eigentlich PvP, das heißt, ich kämpfe gegen andere sozusagen erzeugte Personen. So, das heißt, wenn ich hier für 1 kaufe, verliere ich schon im Endeffekt den Kaufwert. Bei 5 für 15, dann müsste ich hier 3-mal kaufen, das wären 6, das wären also auch wieder 1 mehr. Und eben hier würde ich 200, das heißt, es lohnt sich eigentlich erst hier für 100 zu kaufen, damit ich wirklich hier den maximalen
Multiplier bekomme. Also Creating Speed und Building Speed. W Statistic Multi. Okay. Dann meine Clones. Increase Maximum. Aktueller Stand ja da, dass ich 1000 habe. Hier ist dann das gleiche. Change Your Gender. Ach, dafür werde ich doch kein Geld ausgeben. Change Your Name. Ha! Er hat gleich meinen Namen von Steam übernommen. Das ist schon mal ganz nett. Die Kreis Auto Beikost. Okay, 120%. Improve Next Ad. This is your clones will stay at the current skill until the next one is available. Okay, the offers below temporary and low. So, create so viel Shadows at once. Und increase your Divinity. Divinity, ist das irgendwie... Ach nee, das da. Divinity is your trade currency if you want to buy creations from other gods. Ah, okay. Das heißt also sozusagen die Spielwährung oder die irgendwelche anderen Sachen. Okay, also Mystic lasse ich jetzt erstmal noch an. Und was war das? If you feel like spending some money in the game, it's idling your time away. Ah, okay. Also das ist dann sozusagen der In-Game-Shop. Und das heißt, ich kann ja, God-Power kaufen. Sieht relativ teuer aus. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Try out your lucky one. Get your free draw now. Na gut, dann gucken wir mal, was man da bekommt. You got one free draw. Okay. Ah, okay, das ist das Open One. Your physical is doubled until you rebirth. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Vor allem, weil ich überhaupt noch kein Physical habe. Aber Multi from Lucky Draw. Okay, da ist dann, steht dann schon mal 2. Das sind diese Daily Packs, da wo vorhin drin stand, dass man auch einen 15er hat. Get one additional Lucky Draw. Okay, darüber. Pet Tokens. You have 0 Pet Tokens. Unlimited Gender Change. Okay, warum sollte ich für 10 Euro? Oh, boah. Aktuell hat es ja 20 gekostet. Naja gut, da bin ich ziemlich im gleichen Preisbereich, wenn ich die aufkaufe. Also mal sehen, ob ich die God Power überhaupt bekomme. Oder, aber ich hoffe, dass ich die auch im Spiel ganz normal freispielen kann. Ultimate Shadow Summon. With this will you max them instantly. Okay, das lohnt sich aktuell nicht. Aber anscheinend wird die Creating Power auch immer langsamer, weil die ist ja vorhin auch schon deutlich schneller gelaufen. So, damit kriege ich die maximalen Shadows. Dann W Speed when creating creations and clones. Okay, für 90 Minuten, davon habe ich auch eins. Dann W Speed when creating creations and clones until your next rebirth. Moment. Achso, das ist generell Verdopplung, das ist nur für 90 Minuten. Und was haben wir hier noch? Increase your Chakra to let your clones build faster. Double speed, multi-build monuments and upgrades von 90 Minuten. Okay, alles soweit. Irgendwelche Upgrades und sonstigen Sachen. So, das sind jetzt die FAQs. Die interessieren mich jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen also bauen. Okay, change creation. Defeat Hyperion. Ah, okay, da muss ich erst andere machen. Shadow Clones, create. Ja, okay, das wird schon automatisch gemacht. Train, running, level, clones. Clones to add remove. Max. Plus, clones. Das ist Cap. Okay, die trainieren jetzt das Physical. Damit kommen jetzt die Sachen zustande. Aber ich weiß nicht, was das Cap bedeutet. Okay, Sit-Ups. The total amount of physical you receive each second from all physical trainings. Run until level 1000. Physical Multiplier 1 now und 1 after rebirth. Okay, so, Fight. Enemy Slimy. Attack 1000.
Start with 200 Clones and 20.000 Physical and Mystic. A slime monster. It's look like really weak, but you need to start somewhere. Okay, das sind Götter. Power Level 15 Millionen. Hit Points 50 Millionen. Okay, also das wird eine Weile dauern, bevor ich die killen kann. Also Monster Specials. Auto Mode is on. Next Skill Training in 17 Sekunden. Double Punch. One, two and hit or miss the enemy. Okay, start the first fight. Was? Nein. Pets. Eine Maus. Ein Squirrel. Unlock. You need to defeat Hyperion to unlock Maus. Okay. Also gut, da muss ich auch wieder die da, die einzelnen Götter besiegen. Okay, soweit, so gut. So, dann irgendwelches. Aha, AFK. AFK-Mode is on. While it is on, you can't do anything but watching this beautiful screen. The game is also progressed fully and uses less CPU. Okay, also wenn man nicht da ist, dann einfach im AFK-Mode laufen lassen. Okay, also ich habe zwar jetzt noch keinen 20.000 Physical, aber oder beziehungsweise noch keinen Mystic, aber okay. Und jetzt? Aha. Okay, also meine Clones machen die. Greifen die jetzt an, aber. Dabei sterben wahrscheinlich auch immer ein paar, aber im Moment sterben zumindest weniger als. Zumindest neu geboren werden. Ach nee, im Moment, das sind die Clones, die ich verfügbar habe. Weil die anderen ja alle im Training sind. Dann nehme ich die jetzt hier mal runter. Okay, das da oben ist einfach nur, dass ich die. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die sozusagen das Cup ist irgendwie, dass es dann wahrscheinlich Maximum ist und sich danach nicht mehr großartig beschleunigt. Aber jetzt nehmen wir die mal wieder runter. Und also Battle habe ich jetzt 1250. So, dann kann ich keine mehr besiegen. Null pro S bis One Clone. So, mal gucken, wie viele hier. Okay, die sterben wie die Fliegen. It's a frog, it can croak and jump. Die Frage ist, sterben die jetzt langsamer? Achso, wahrscheinlich sehe ich es hier einfach nicht, weil natürlich hier das ausgeglichen wird. Okay, aber zum Klicken habe ich da relativ wenig zu tun. Weil eigentlich muss ich nur einstellen, mit wie vielen ich jetzt hier irgendjemanden angreife. So, das heißt Divinity, ich habe jetzt die ersten 46 eingesammelt. Leider steht hier nirgends, wie viel ich tatsächlich dafür bekomme. So, ich habe immer noch 10, aber das heißt, bis ich die Götter besiegt habe. Again from Gods for Permanent Bonuses. Okay, das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich da den ersten in der Lage war, irgendwie platt zu machen. Okay, also Bild habe ich jetzt immer noch nur die Shadow Clones. More Info. Ne, da kommt nichts weiter. Okay, create monuments. You need to feed Diana. You need to build all monuments to unlock the divinity. And planet. Unlock. You need to defeat Jupiter to create one planet. To unlock your home planet. Here at your planet you get extra multiplier. Okay, also da kann ich aktuell noch nicht viel machen. Toggle to see your achievements. They will increase your multipliers. Ui. Aber irgendwelche Achievements habe ich doch gerade vorhin schon gehabt. Create 500 Light, 3000 Light. Okay, vielleicht Running until Level 10.000. Achievement reached.
Ja, aber dann müsste doch hier irgendwas auftauchen. Zumindest wird nichts eingefärbt. Solar System, Sun, Universe. Okay, also irgendwie, das scheint mir nicht ganz dazu zu passen. Ah, das ist dieser Screen, wo ich dann irgendwas... Okay, selbst um die Farben zu bekommen, muss ich irgendwas... Nein, ich will nicht long... Dingsbums. Closes... Okay, das alles wird erst freigeschaltet mit... Small Light, Barfuß, Aura, Pets, no. Okay, da gibt es auch noch nicht viel zu tun. Schau Shortcuts, naja, ist mir erstmal egal. Your health is need to fighting gods. Meine maximale HP ist bei 7,5 Millionen. Und 33 werden pro Sekunde. Da kann ich ja jetzt nochmal nachgucken, wenn ich da sehe, dass 33 pro Sekunde erzeugt werden. Wo war das? Das war hier. Ne, das war hier. So, mal gucken, ob das dann runter geht. Mystic Power reduces damage to receive. Ja, aber wie increase when training skills. Ja, dann lass mich doch mal die... Wobei steht ja eigentlich 2 Physicals pro Sekunde mit einem Clone. 4 Physicals, auch 4 Physicals und hier auch 4. Okay, das heißt aber, dass sich das andere an sich nicht lohnt. Weil hier bekomme ich ja nur 2. Ach, das ist capped. Also, wenn ich dann mehr reingebe, dann bekomme ich keine zusätzlichen Boni mehr. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr, dort trainieren zu lassen, als das Maximum. Wieso auch immer. Okay, inzwischen bekomme ich hier 5 Physicals. Worum? Gut, wenn ich die bei Swimming lasse, dann kann ich ja die anderen zum Campen schicken. Aber wie ermittelt sich hier der Cap? Okay, jetzt ist wieder einer gestorben. Aber es wird dann nicht wieder nachgebessert. Wobei das hier ist wahrscheinlich... This is on. All but one clone will move to the next fight if you only need one clone to fight the monster. This one clone, this one clone, this one clone. Okay, war das hier beim Training eigentlich auch sowas? Clones will be removed automatically if the level on the right input field is reached. This is not that useful, but some people like to have even numbers. Ah, okay. Also es hat keinen besonderen Zweck, das zu machen, dass die dann irgendwie weiterrutschen, aber ja, wer glatte Nummern mag, kann es halt benutzen. Total Physicals pro Sekunde. The total amount of physical you receive each second from all physical trainings. Okay. Achso, Skills habe ich auch noch. Gut, dann machen wir da mal ein bisschen weniger. Machen wir nur 300 Skills. So, mal gucken, was jetzt hier beim Fight passiert. Da passiert nichts. Aber es wird wahrscheinlich einfach auf den 333 gehalten. Das heißt, es geht dann dort wieder hoch. So, Double Punch. You throw a punch at once, but twice. Achso, das war ja das Skill, was ich in dem anderen dort irgendwie freigeschaltet habe. Statistics. Settings, Wii Style, Blue, Red, White. Ah, ich glaube, ich nehme mal Blau. Es sieht ein bisschen gemütlicher aus, ist nicht ganz so dunkel. Progress Bar, Plain Gradient. Mal gucken, wie das hier auf dem Dings dort aussieht. Ja, Gradient ist da schon um einiges besser. Moment, Other Settings, Music. Submit Highscore. If this on your rebears, you got defeated and totally completely submitted Highscore on Steam. Naja, gut, von hier aus. Okay,
okay, Musik braucht man nicht. Sync Scrollbars. If this on, Scrollbars vom Training are synced together. Achso, damit sie dann so irgendwie auf der gleichen Linie liegen. Naja. Show Achievement Pop-Ups. If this on, Achievements will show Pop-Up. Sonst nicht. Okay, also will ich schon sehen, wenn da irgendwas ist. If this on, the info after an achievement is obtained will be shown top right. Da oben. Show tooltips on top. If this is on, tooltips will be shown on top, else left to the mouse position. Ah, da oben tauchen die dann auf. Ne, das ist auch unpraktisch. Tooltips at the right click. Okay, ne, auch nicht. Sticky clones. If this is on, clones will be left on monuments, div gen, even if you don't have enough resources to build it. Naja, das ist wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll. Okay, hier kann ich noch die Farben individuell einstellen. Background color. Stop at next set. If this on, clones from training will be removed if the value is reached. Else they. Achso, das ist das bei dem next on, ist ja schon da. Scientific notation, natürlich. Ignore clone count. If this is on, the stop at or next at setting will let up the count in the input field stay to train. The number of clones you can't adjust to adjust anything monsters, so you can use the max button and still have enough clones left to fight. Okay. Es gibt eine Story, es gibt keine Story. Once your attack on the left is about 3 bis 4 million, you will be able to defeat Hyperion. When you defeated him, congratulations. Now you can go rebirth now and start again to defeat him much faster. Before you do that, you might want to kill all your shadow clones in monster fights and in build. Great, you could create 500 light for an achievement. The game is calculated in ticks and one tick is every 30 milliseconds. Slimy, defeat 1000 slimy. All your physical now and your starting multiplier. Okay, das heißt, hier ist schon was verbessert. Rebirth is safe and everything is green. Okay, ist noch nicht. If you need 378 milliseconds for one level increase, the cup button will adjust 378 to 30, 13 close to the skill training. So it will increase by one each level. If you only have 10 clones left, it will adjust 7 clones to it because 378/7 ist 2 ticks nicht for one level. Okay, das heißt eigentlich nur, dass die möglichst so optimiert sind, dass es mit einem Durchlauf das Ganze möglichst optimal ausgenutzt wird. Your creation stat itself can increase it up to 1000. This can be increased by a lot of spending god power. Next skill training is in 12 Sekunden. Was heißt das eigentlich, dass der nächste freigeschaltet wird? You need to unlock the skill first. Cooldown. Eine Sekunde. Usage Count 25, Usage Count 5. Sun Aviskel will be used once a minute while you are online and not fighting. Okay. Gut, die Götter war ja jetzt sowieso noch nicht relevant. Aber hier, das heißt, die Caps ändern sich dann auch, je nachdem, wie es dann optimal ist, die zu bekämpfen. Wobei ich habe wahrscheinlich jetzt noch zu viele im Training. You need to beat Baal to the Baal Slayer. Okay, fight. Okay, dann hören wir mal auf, die Slimies zu killen und gucken mal, wie viele Frösche gekillt werden können. Also zumindest meine HP steigt immer noch. Okay, auf jeden Fall meine Mystic Power steigt jetzt inzwischen auch. Ich hoffe mal, dass das die Skills sind. Ja, total mystik, auch wenn es nicht ganz nachvollziehbar ist, warum das jetzt mystische Sachen sind. Aber es ging ja eher darum, dass die auch meine Defense verstärken. High Kick until Level 1000. Mystic Multiplier. Hat sich auch noch nichts jetzt großartig geändert. Ja, aber wieso sehe ich die Achievements dann hier nicht? Ach, das sind nur Achievements for Creating. Es gibt für jedes seiner einzelnen Achievements. Okay, Physical. Also Physical war das. Running until Level, Sit-Ups until Level 10.000. Swimming. Okay, okay, was bringen mir die? Physical Multiplier 2. 4 jetzt, 6 nach Rebirth.
Okay, das heißt, das wieder ausschalten. Das heißt, es sind hier eine ganze Menge an ja, Achievements drin, die sozusagen für jeden einzeln irgendwie 168 hier, nochmal 168. Gut, bei Fight dann das gleiche. Die Defeat 2 Millionen. Wahrscheinlich gibt es hier auch ein 2 Millionen Slimy. Ja, genau. Okay, also hier sind es 136. Okay, bei den Göttern gibt es keine Achievements. Nur für die Monster, für die Trainings und für die Buildings gibt es auch entsprechende Achievements. Okay, dann Achievements wieder aus. Wieso sehe ich hier eigentlich nicht, wie viel Kohle ich da pro Sekunde machen kann? Weil das würde mich ja eigentlich viel mehr interessieren. Also da läuft sozusagen der letzte. So, hier habe ich dann zwei, was sich dann auch nicht sehr lohnt. Und hier, da sterben sie wieder. Aber ist natürlich das Adjustment jetzt nicht so relevant. Und 83, okay, 4. Also, das lohnt sich alles im Moment noch nicht so sehr. Das heißt, da muss ich wohl erstmal ein bisschen oder eher noch ein bisschen mehr ins Training gehen. So, dann einfach hier mal die Trainings hochbringen. So, dann die Skills. Auch hier jeweils 100. Okay, jetzt habe ich hier schon den nächsten Skill bekommen. So, jetzt habe ich schon 1,5 Millionen Lebenspunkte. Und ich sollte 4 Millionen Attack Power bekommen, um den ersten. Mal gucken, wo war das FAQ? Okay, wenn ich die Götter besiege. The first god will only drop it once, but gods from Imazin onwards will drop the god power every time you defeat them after rebirth. Okay, das ist dann. Mal gucken. Fight gods. Ah, ab dem hier. Also ab Human. Gut, das wird auch eine Weile dauern. God of Light is create your own light. To damage gods, your attack has to higher than the god's defense. Okay, Defense Level ist 3 Millionen. Achso, deswegen brauche ich mehr als mehr Angriffspower, als er an Verteidigung hat, weil sonst komme ich da überhaupt nicht durch. Und er hat 5 Millionen Attack-Fähigkeiten. Was heißt denn meine Defense? Was ist eigentlich jetzt meine Defense hierbei? Also Damage you receive and increase the speed of your HP recovery. Das heißt, die Mystik sollte dann auch möglichst hoch sein, damit ich von diesen 5 Millionen Schadenspunkten nicht so viel abbekomme. So, das eine ist das Power Level und der hat auch 50 Millionen Hitpoints. Das 500% Damage Critical Attack every 28 Attacks. Okay, das heißt, kann man sich so ein bisschen durchkalkulieren. Also wer Spaß an Excel hat, kann das mal durchrechnen. Wie hoch meine Angriffsfähigkeit sein müsste, damit ich ihn, den Gott, besiege, bevor er 28 Angriffe durchgeführt hat und mich dann ja nochmal mit dem Fünffachen seiner Angriffsstärke killt. Und vor allem, wie viele Lebenspunkte ich haben muss, wenn man das alles nur direkt durchrechnet und zumindest keine größeren Bandbreiten in den Schwankungen hat. Was mache ich jetzt eigentlich mit den Divinity? Created from other god after defeating Neptus. Cause creating anything you by yourself is way too slow. You will earn it while fighting enemies. Ja, aber wo kann ich jetzt was tatsächlich dafür kaufen? So, das sind alles echt Geld gewesen. Okay, jetzt habe ich das hier aktuell überhaupt nicht drin. Dann setze ich das jetzt trotzdem nochmal auf Mystik. In der Hoffnung, dass das dann aktiv wird. So, das sind wieder die Specials. Shadow Fist ist jetzt das Neue. Ich habe ja eh noch 100 übrig, dann kann ich hier noch die nächsten 100 reinsetzen. Swimming until level 10.000. Physical Multiplier now. All your physical power is multiplied by this now and your starting multiplier after rebirth.
Also ich fange mit 8 an und aktuell habe ich aber immerhin 10. Ich verstehe bloß noch nicht, wann es grün wird. The numbers will turn green when your multiplier at reverse is higher than your current base multiplier. Your base multiplier is the multiplier you had at your current. Ah, okay. Das heißt, wenn es überhaupt sinnvoll ist, das heißt, ich muss irgendwelche Achievement erreichen, dass erst mein nächster Multiplier nach dem Restart oder nach dem Rebirth letztlich höher ist. Und bis dahin lohnt sich das letztlich gar nicht neu zu starten, weil ich ja gar keine Vorteile bekomme. Auch interessant. Also wenn ich jetzt neu starten würde, würde ich keinen Vorteil haben und davon nicht profitieren können. Okay, also hier flackern so schön die ganzen Balken. Und es gibt letztlich aktuell nicht wirklich irgendetwas zu tun. Außer, dass ich jetzt die Hälfte meiner Leute abziehe und sage, bitte Monster bekämpfen. Weil sonst ist es auch irgendwie öde, wenn da keine Kohle reinkommt. Auch wenn ich noch keine Verwendung dafür habe. So, das Bild ist auf jeden Fall hier. Wenn die aktuell erzeugt werden, was bringt mir das überhaupt, wenn ich die ja gar nicht nutzen kann? Vielleicht sollte ich mir doch ein paar Klone dazu kaufen. Mal gucken. Das ist bloß Increasing Speed. Also ich könnte mir 1000 dazu kaufen. Increase your maximum clones by 1000 instantly. Also increase your soft cap by 1000. Ja, wie lange gilt das dann? Nur einmal oder machen die eigentlich noch irgendeinen Boni? Will use 3 God Powers, increase maximum clones. Ja, bitte. Okay, lassen wir die erstmal laufen. Und ich gehe hier wieder kämpfen. 100 dorthin, 100 dorthin, 100 dorthin, 100 dorthin. Jetzt natürlich nur die Frage, Attack 1000. Zumindest meine HP steigt auf jeden Fall noch. Oh, das sieht glaube ich nicht so gut aus. Dann lassen wir die mal lieber weg, sonst sterben hier meine Klone nur aus. Attack 150.000. Okay, der Goblin hat schon 3,5 Millionen, das ist natürlich schlecht. Aber das würde heißen, normalerweise sollte ich bei dem Bunny keine Probleme haben, weil das hier Each Mystic Power gibt es 1,0 mal Defensive Power. Ja, wo ist denn jetzt meine Defensive Power überhaupt? Aber auf jeden Fall sollten hier doch kaum dann irgendwelche Klone sterben. Scheint aber doch der Fall zu sein. Okay, da hat sich jetzt die Anzahl der Klone nur verringert, weil wahrscheinlich sich die Gesamtzahl so weit abgesenkt hat, dass ich dann keinen Effekt mehr hatte. Gut, aber ja, mehr gibt es hier aktuell nicht zu tun, außer das Ganze ein bisschen laufen zu lassen. Dann jetzt am besten auf 2000 zu warten, bis meine 2000 Klone da sind. Okay, ich kann alle meine Klone dort irgendwie opfern oder hingeben. Aber ich kann sie anscheinend auch wieder zurückholen. Strong Food, normales Food und mächtiges. Okay, also ich habe jetzt leider noch keins von den Minigames entdeckt. Keine Ahnung, wo die tatsächlich auftauchen würden, ob eventuell erst hier. Moment, wie viel habe ich jetzt? 2 Millionen. Also es dauert noch eine Weile. Ja, also ich werde es jetzt erstmal dabei belassen und das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Also innerhalb der ersten halben Stunde war es auf jeden Fall nicht möglich, schon mal den ersten Gott zu killen. So, ich habe das Spiel jetzt mal noch ein bisschen eiteln lassen und hoffe, dass ich jetzt in der Lage bin, den ersten Gott zu besiegen. Also ihr Attack ist jetzt bei über 5 Millionen und ich habe, wie viele Millionen sind es jetzt? 141 Millionen Hitpoints. Das heißt, ich hoffe, ich kann da eine Weile aushalten und überleben. Und mal gucken, ob da jetzt tatsächlich dann auch das erste Minigame auftaucht. Vorher allerdings noch ein bisschen, hier wieder die Trainings noch ein bisschen verbessern, beziehungsweise eben mehr in die Trainings schicken. So, 800 habe ich jetzt noch über, da kann ich die jetzt wieder zu den Fights schicken. Machen wir 500 irgendwie hier rein.
Und ja, auf zu den Göttern. Fight. Your damage ist 400.000 pro Sekunde. Okay, ich kann auch jederzeit anhalten. Das heißt, ich sehe ja aktuell, wie meine HP so weit nach unten geht. Obwohl meine Attack noch weiter steigt. Das heißt, den Fight kann ich einfach im Hintergrund laufen lassen. Dann nehme ich hier mal die noch wieder raus. Und werde die ins Training schicken. So, hier habe ich 8 Physical, 11, 12, 12, 14, 17, 20. Das heißt, am sinnvollsten dann irgendwie den letzten möglichst hoch. Hier habe ich 3, 4, 4, auch 4. Das heißt, auch hier dann noch ein bisschen Boost reinbringen. Das heißt, hier 500. Hier habe ich auch beim letzten jetzt 500. Und wie sieht es mit dem Gott aus? Okay, die Hälfte ist schon geschafft. Wobei ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, wenn meine Attacke bei über 5 Millionen liegt und der eigentlich nur eine Defense von 3 Millionen hat, dann müsste ich doch eigentlich einen Schaden von 2 Millionen machen. Und mal sehen, da müsste ja jetzt eigentlich auch schon ein paar Mal größeren Schaden gemacht haben. Das macht schon viel nervöser, wenn jetzt so der hintere Timer läuft. Aber auf jeden Fall ist jetzt hier auch kein Minigame irgendwie aufgetaucht. Also mal schauen, was ich letztlich bekomme, wenn ich ihn das erste Mal geschafft habe. Der hat dann schon mal noch deutlich höhere Attacke. Ja, eine ganze 10er Potenz mehr. Also das wird eine ganze Weile dauern dann. Und your God Power is increased by 1. Ah, ich kann ihn gar nicht nochmal besiegen. Den kann ich erst wieder nach einem Rebirth besiegen. Okay, soweit so gut. Okay, und das sind jetzt hier schon die Multiplier. Das heißt, allein mit dem einen, einmal, dass ich den Gott besiegt habe, habe ich jetzt natürlich viele höhere Multiplier, dass sich das Reset wirklich lohnt. Jetzt war allerdings noch die Aussage, dass ich hier noch was an irgendwas noch trainieren kann. Ne, es ging um die Buildings, genau. Es ging hier darum, noch das Light zu kreieren. So, mal gucken. Also zwei, achso, das ist eine Kommastelle. Das ist kein, das heißt, ich müsste 2,159 pro Sekunde erzeugen können. Aber ich weiß noch nicht, was es mir letztlich dann bringt. Es ging darum, dass es hier noch ein Achievement gibt. Das war ja in den Hilfestellungen. Okay, Creation Multiplier 3 now und 3 after Rebirth. Das heißt, nachdem ich 500 Light erzeugt habe. Die werde ich jetzt gerade mal nochmal durchlaufen lassen. Und dann mache ich mit euch noch den ersten Reset, das erste Rebirth. Um mal zu gucken, wie stark sich dann diese ganzen Mechanismen überhaupt beschleunigen. Also hier sieht man, denke ich, noch ganz schön, dass sich, wie sich das mit dem Cup auswirkt. Aber wenn ich es verdopple, ist ja jetzt nicht wirklich der Eindruck, dass es halt schneller läuft, weil eben das ohnehin nur einmal durchgerechnet wird pro diese Ticks. Und deswegen mehr als ein Monster pro Sekunde zu töten oder halt pro so Tick zu machen, ist sozusagen an der Stelle nicht sinnvoll. Das andere, was man hier schön sehen kann, ist noch, dass die Shadow Clones, wenn da welche gestorben sind, im Moment habe ich es jetzt gerade ausgeschaltet, das heißt, wenn jetzt einer stirbt, wird er nicht aktualisiert, also wird er nicht umgeschaltet, sondern und hier wird dann jeweils auf die Shadow Clones umgewechselt, damit die immer auf Maximum bleiben, was aus meiner Sicht ziemlich sinnvoll ist, damit einfach die Fights dann entsprechend maximiert werden können. Jetzt gucke ich nochmal bei meinen Trainees nach. Okay, Skills und Physical sind keine neuen dazu bekommen. Gleich ist es geschafft. Dann wird hoffentlich der Multiplier von 8 auf 11 wechseln. Und dann habe ich nochmal einen deutlich besseren Multiplier für das Creating als eben ohne dieses Achievement. Oh, es sind sogar noch deutlich mehr geworden. Das heißt, statt 8 bzw. 11 habe ich jetzt hier tatsächlich einen Multiplier von 20. Wie auch immer das zustande kommt. Aber ja, umso besser. Das heißt, wenn ich jetzt neu starte, werden meine Clones auf jeden Fall deutlich schneller generiert. Und was ich auch gesehen habe, eben, dass die maximalen Clones auch nochmal um einiges ansteigen. Und also für jeweils 20 Shadow Clones, die erzeugt wurden, steigt es um 1 an. Das heißt, wenn ich hier weiterhin Shadow Clones erzeuge, obwohl ich sehe natürlich, auch wenn es mir hier jetzt nichts nützt, weil ich habe ja eigentlich genug,
Das heißt, auch hier müssten dann das gleich, genau, jetzt ist es auf 86. Also das ist dann die Methode, wie zumindest nach dem Rebirth die Max-Clones auch ansteigen. Aber ich denke mal, mit den 2000 ist es schon mal ganz gut, das am Anfang verdoppelt zu haben. Und auf in ein Rebirth. This will override your current multiplier, even if your stats after Rebirth are lower. Ja. Okay. Also HP läuft schneller, Shadow Clones werden angelegt und ja, die ganze Sache beginnt sozusagen von vorne. Ja, einfach hier dann schon mal gleich die ersten Clones reinsetzen. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn ich hier einfach schon auf 100 setzen könnte und die dann automatisch zugeordnet werden. Und ja, den Double Punch dann auch gleich mit aufnehmen. Okay, da kann ich anscheinend noch keinen Cap machen, doch jetzt hat er es gemacht. Damit es vernünftig kalkuliert wird. Ja gut, also soweit. Ich denke, es ist jetzt soweit klar, wie stark sich verschiedene Multiplier auswirken. Dass es eben wichtig ist, hier darauf zu achten, dass wirklich die Multiplier insgesamt so weit hochgehen, dass sich auch ein Rebirth wirklich lohnt. Aber ja, grafisch ist es bisher jetzt nicht so viel los. Und von den Minigames habe ich jetzt leider noch keins erwischt. Also keine Ahnung, wo diese anderen Minispiele kommen. Also soweit für heute. Mal kurz das Spiel Idling to Rule the Gods vorgestellt. Grafisch jetzt nicht ganz so berauschend wie zum Beispiel gerade das letzte Clicker-Game. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem mal Lust, einfach hier mal reinzukommen, euch mit den Zahlen und Mechaniken auseinanderzusetzen und hier euren eigenen Gott zu trainieren. Und ja, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!